Willkommen bei Hashtag So geht D&D, deinem lokalen D&D-Dealer. Was kann ich heute für dich tun? Meine Spieler wollen mit einer Level-1-Druidin das Hungerproblem ihrer Welt lösen. Sie wollen einen Hydra-Ball benutzen. Was zur Hölle soll das sein? Ein Dinosaurier mit langem Hals hat seinen Schwerpunkt etwas weiter vorne als die Hinterbeine. Okay. Eine Hydra hat mindestens 5 Köpfe und die nehmen etwa so viel Raum ein wie der Brustkorb hier vorne. Außerdem erkennt man auf der Zeichnung, dass hier mindestens 7 Köpfe sind und wenn die normalerweise 5 haben, dann heißt das, hier sind also 2 weitere nachgewachsen und die haben zusätzlich auch noch Hälse. Das bedeutet, dass die Hydra nach vorne kippen müsste, wenn sie zu viele Köpfe hat. Also haben uns darauf geeinigt, dass sie ab 10 Köpfen Disadvantage hat und ab 15 nach vorne umfällt und prone ist, bis sie einen Kopf verliert. Die immer doppelt nachwachsen. Wenn sie wegen ihres Traits ewig währender Hunger nicht selbst anfängt, ihre Köpfe zu essen, wenn die Druidin ihr eine Goodberry gibt, dann ist sie für einen Tag lang satt. Also heilt und füttert ihr sie, um ihr immer weiter Köpfe abzuschlagen, um daraus eine Suppe zu kochen, wodurch sie kugelrund wird und zum Hydra-Ball oder auch Kopfball wird. Raus. Willkommen bei Hashtag So geht D&D, deinem lokalen D&D-Dealer. Was kann ich heute für dich tun? Die Druidin meiner Spieler hat Level 7 erreicht und beherrscht jetzt Conjure Woodland Beings. Damit kann sie jetzt bis zu 8 Feenwesen mit einem Challenge Rating von 1/4 beschwören. Stress für die Spielleitung bei so vielen NPCs. Die Wesen entscheidet die Spielleitung, aber es gibt eigentlich nur 3 verschiedene. Blinkdogs, Pixies und Sprites. Also ist die Auswahl ziemlich gering. Wir haben uns darauf geeinigt zu würfeln, deswegen kommen jetzt von jeder Wesensart immer so 2 oder 3 auf den Tisch. Klingt fair. Pixies beherrschen außerdem Polymorph und können damit Wesen entsprechend ihres Levels in eine Bestie mit entsprechendem Challenge Rating verwandeln und die behalten ihre Persönlichkeit. Level 7, da gibt es den Riesenaffen. Die werfen doch auf 50 bzw. 100 Feet mit plus 9 und machen 7W6 plus 6 Schaden, oder? Und sie zaubern das als Befehl immer dann auf einen Charakter, wenn der kurz davor ist, zu Boden zu gehen. Also bekommt der die Trefferpunkte des Affen. Das sind, glaube ich, 157 Trefferpunkte. Inzwischen benutzen sie allerdings denselben Trick, um Dörfer zu überfallen und geben sich dann hinterher als Monsterjäger aus, die gegen Bezahlung die Wesen vertreiben. Ja, verstehe. Du möchtest also wissen, wie viele Erfahrungspunkte soll ich ihnen dafür geben? Du bist also stolz auf den Blödsinn und wolltest mir das einfach nur erzählen. Willkommen bei Hashtag So geht D&D, deinem lokalen D&Dler. Was kann ich heute für dich tun? Einer meiner Spieler hat sich den Cantrip Mending ausgesucht und jetzt weiß er nicht, was er damit machen soll. Außer kleine Schäden damit zu reparieren? Genau. Er könnte sich zum Beispiel diebstahlsichere Handschellen damit erzeugen. Die haben keinen Schließmechanismus, sondern werden auseinandergebrochen, jemandem angelegt, mit Mending wieder zusammengecastet und dann kann man nur mit roher Gewalt die Dinger wieder auseinandernehmen. Nicht schlecht. Oder er könnte Leute in eine Kiste ohne Deckel reinsperren. Einfach einschlagen, reinstecken, zumachen, fertig. Du hältst schon irgendwie gerne Leute gefangen, oder? Oder du kannst damit auch zerbrochene Schlüssel oder Dietrich reparieren. Stimmt? Oder deine Einbruchsspuren verschwinden lassen. Irgendwie klingt Mending wie ein Zauber für Rogues. Du könntest auch ein Geheimversteck in einem Gegenstand erschaffen, einfach aufbrechen, reinstecken, mit Mending wieder zumachen. Auf die Art und Weise könntest du sogar Waffen an bestimmte Orte bringen, wo eigentlich keine Waffen erlaubt sind. Okay, ich geh dann mal. Lass dein Portemonnaie hier. Ja, okay. Und die Brille. Tu mir nichts. Und liken nicht vergessen. Willkommen bei Hashtag So geht D&D, deinem lokalen D&Dler. Was kann ich heute für dich tun? Ich habe meine Spieler auf Drachenjagd geschickt. Okay. Und sie haben einen Dungeon gefunden, aus dem leichter Qualm hervordringt. Klingt ein wenig Stereotyp. Warum? Die Helden jagen also einen Drachen in einem Dungeon. Das Spiel heißt Dungeons and Dragons. Also auf jeden Fall gar kein richtiger Dungeon, sondern eine Höhle. Ja, ganz was anderes, stimmt. Sie beschließen reinzugehen. Was hätten sie auch sonst tun sollen? Die Höhle ist allerdings keine Höhle, sondern ein Drache. Die Höhle ist der Drache. Der Drache ist riesengroß und die Höhle ist feucht, schleimig und wölbt sich nach einigen Metern, sodass sie klettern müssen. Sie sind in den Nasennebenhöhlen eines Drachen gelandet und er hatte Schnupfen. Was? Warum? Auf jeden Fall hat das Klettern in der Nase gekitzelt und er hat sein Constitution Save nicht geschafft, also musste er niesen. Hätte er das überhaupt mit dem Con Save zurückhalten können? Die Spieler haben ihre Rettungswürfe ebenfalls vermasselt und wurden rausgeschleudert. Eklig. Ein Niesen kann bis zu 160 km/h erreichen. Und? Wie viel Schaden nehmen meine Spieler, wenn sie mit 160 km/h von einem Drachen gegen einen Felsen genießt werden? Bruh. Willkommen bei Hashtag So geht D&D, deinem lokalen D&Dler. Was kann ich heute für dich tun? Einer meiner Spieler will einen Tarrasque spielen. Und du hast Nein gesagt? Hm? Aber er spielt jetzt einen Tarrasque-Blütigen. Ein was? Ist das sowas wie ein Drachenblütiger? Ja. Allerdings wird er die meiste Zeit wie ein ganz normaler Mensch aussehen und nur wenn er richtig wütend wird oder wenn Initiative gewürfelt wird, dann darf er einen W100 werfen und wenn er da eine 1 würfelt, dann verwandelt er sich. In was? Ein Tarrasque? What? Du hast sowas wie eine Kombination aus dem unglaublichen Hulk und dem Tarrasque geschaffen. Wer ist der unglaubliche Hulk? Whatever. Das ist eine fürchterliche Idee. Überleg mal, das passiert auf den ersten Level. Da ist dann noch niemand, der den Effekt aufheben kann mit Dispel Magic oder Remove Curse oder... Das ist eine nicht magische Verwandlung, weil es seiner Blutlinie entspricht. Das ist ja noch bescheuerter. Ja, das habe ich jetzt auch herausgefunden. Natürlich. Was ist passiert? Direkt auf Level 1? Ja. Und? Er hat alle Spieler gefressen, das ganze Dorf gefressen, alles verwüstet und jetzt habe ich 2 Probleme. Nur 2? Erstens, die anderen Spieler wollen nicht mehr in derselben Gruppe sein.
sein wie er und das ist irgendwie Metagaming, also uncool. Klar. Und zweitens, er ist jetzt auf Level 2 gekommen und fragt, ob er sich jetzt auch auf einer 2 verwandelt. Bro. Hey, 1000! Oh Mann, wieso kommt ihr immer wieder mit dieser Frage? Ja, man kann 1000 Gegner mit einem Feuerball umbringen, möglicherweise sogar mehr. Aber ein Feuerball hat einen Radius von 6 Metern bzw. 20 Feet, das sind 4 Felder, das ist allerdings Radius und nicht Durchmesser, also 8 Felder. Das Ganze in der horizontalen sind schon 8x8 Felder. Aber jetzt ist das aber eine Sphäre, also muss man das Ganze dreidimensional rechnen. Das heißt, es geht also auch noch 8 Felder sozusagen nach oben und unten vom Mittelpunkt aus. Ja, ich weiß, es ist eine Sphäre, kein Cube, aber trotzdem sind es dann 512 Felder sozusagen. Aber und wenn du jetzt theoretisch sagen würdest, du hättest genug Kobolde und würdest mit Reverse Gravity alle nach oben schweben lassen, dann könntest du theoretisch sagen, in jedes Feld passen 2 Kobolde, dann kommst du auf 1024 Kobolde, die du mit einem einzigen Mal grillen könntest. 1000 Abos. 1000 Abolev? Ich meine, die Dinger sind huge, also nehmen die 8 Felder ein. Das heißt, du würdest maximal 64 Abolev da reinkriegen, aber die würden ja auch nicht mit einem einzigen Feuerball draufgehen. Du hast 1000 Abonnenten. Zahlen die jetzt meine Ladenmiete? Nein? Dann komm halt wieder, wenn du 1000 zahlende Kunden gefunden hast. Okay. Willkommen bei Hashtag SoGehtD&D, deinem lokalen D&Dler. Was kann ich heute für dich tun? Meine Spieler machen meine Geschichte kaputt. Es ist die Geschichte deiner Spieler. Oft hilft es, wenn du einfach die Geschichte entsprechend ihrer Charaktere, Wünsche und Spielstile anpassen würdest. Aber beschweren sie sich über deinen Spielleiterstil? Nein, den finden sie super. Was ist dann das Problem? Sie haben sich gewünscht, dass wir Harry Potter nachspielen, weil sie weder die Bücher gelesen noch die Filme gesehen haben. Solche Menschen gibt es? Sie haben einen Lehrer in Brand gesteckt, unerlaubt magische Tierwesen ins Schloss geschafft und außerdem anderen Kindern Gewalt angetan. Das ist bisher so ziemlich genau das, was Ron, Hermine und Harry im ersten Schuljahr gemacht haben. Und sie haben den entsprechenden Hut gekackt. Was? Der schickt seitdem alle Mobber nach Slytherin und alle Opfer nach Hufflepuff. Aber das ist auch so ziemlich genau das, was der Hut vorher schon gemacht hat. Das war aber noch nicht alles. Weißt du was? Erzähl mir das beim nächsten Mal. Ich wollte jetzt eigentlich gerade schließen. Aber sie planen, Todesser zu werden und Hogwarts zu infiltrieren, weil ihnen die Vorzugsbehandlung durch Dumbledore gegenüber Potter auf die Nerven geht. Alter, was? Willkommen bei Hashtag SoGehtD&D, deinem lokalen D&Dler. Was kann ich heute für dich tun? Einer meiner Spieler spielt einen Kannibalen, einen Warlock, der die Seelen anderer Hexenmeister oder von Dämonen besessener ist. Wenn er einen anderen Warlock oder eine Person, die von einem Dämon beseelt ist, findet, dann versucht er, die Seele zu retten, indem er sie im Moment des Todes in sich aufnimmt und füttert damit seine Meisterin. Okay. Außerdem haben wir eine Hausregel. Jedes Mal, wenn jemand eine 1 würfelt, passiert genau das Gegenteil von dem, was er angesagt hat. Warum erzählst du mir das jetzt? Regeltechnisch macht der Warlock eine Probe auf Einschüchtern und das Opfer muss einen Todesrettungswurf mit Disadvantage bestehen. Gelingt der Rettungswurf, dann wird die Seele einfach so freigelassen und misslingt sie, wird sie vom Warlock aufgenommen. Und wenn er scheitert, passiert nichts. Außer bei einer 1. Wen hat er versucht auszusaugen? Ein 12-jähriges Bauernmädchen, das ein Dämon gefahren war. Was ist passiert? Das Gegenteil. Seine Seele wurde in das Mädchen gezogen, allerdings hat die den Rettungswurf nicht geschafft, also kontrolliert er jetzt den Körper des 12-jährigen Bauernmädchens. Okay, das ist fürchterlich, weil die anderen Spieler das super unfair finden. Warum? Er hat jetzt die geistigen Attribute seines Warlocks und die körperlichen des Mädchens. Einer 12-jährigen Bauerntochter? Ja, Stärke, Geschick und Konstitution haben sich verdoppelt. Warlocks. Willkommen bei Hashtag SoGehtD&D, wo Mann, was zur Hölle bist du denn schon wieder? Echt fiese Aura, was kann ich für dich tun? Bist wohl nicht so gesprächig. Okay, ich errate das. Untot? Yes, das erklärt auch dieses unangenehme Gefühl. Whatever. Irgendwas mit Negative Energy Plane? Diese Quelle nekrotischer Energie, die die Lebenden zerstört und die Untoten belebt? Per Zauber oder Ritual daraus hervorbeschworen? Im Austausch rübergekommen? Ah, verstehe. Du stellst einen Nightwalker da. Hier, ich glaube aus dem Buch, oder? Nope. Heb dir deinen Stinkefinger für deine Spielercharaktere auf. Krasses Cosplay auf jeden Fall. Was ist denn jetzt eigentlich deine Frage, wie du das einsetzen sollst, ohne zu reden? Sind deine Spieler Mörderhobos? Dann greifen die dich auch eh an, wenn du so todesgruselig vor denen stehst und einfach nur starrst und schweigst. Gutes Gespräch. Herzlich willkommen bei Hashtag SoGehtD&D. Was? Was? Ich spiele einen Nekromanten. Verstehe? Und einen Baden. Okay. Ich lasse Leichen auferstehen, nachdem ich ihre Knochen und Sehnen ummodelliert habe, damit sie mir als Instrumente dienen. Was für Instrumente? Eine Harfe habe ich erschaffen, indem ich seine rechte Körperseite und die Wirbelsäule neu arrangiert und ausgehärtet habe. Verstehe? Aus Muskelfasern und Sehnen habe ich Saiten zwischen diese Knochen gespannt. Und der Untote da nicht? Ich musste ihn liegend transportieren. Was noch? Ich habe verschiedene Schädel ummodelliert, um sie als Trommeln verwenden.
verwenden zu können. Aus Knochen habe ich Klanghölzer gemacht. Aus Rippen ein Xylophon. Gute Idee, die werde ich mir notieren. Ja, passt. Und was ist nun das Problem? Meine Gruppe besteht aus einem Oath of Devotion, Paladin, einer Life-Domain-Klerikerin und einem Circle of Life-Druiden. Und sie wollen deine Bardic Inspiration nicht? Meine Basstrommel war der Bruder der Klerikerin. Ich will mir die Bücher nicht kaufen. Und ich habe keinen Spieleshop. Das trifft sich hervorragend. Dann sag mal, warum ich die Bücher kaufen sollte. Die aus dem Schuba, die Grundregelwerke? Genau, wenn die in 2 bis 3 Jahren eh neu rauskommen wegen 1 Verliese und Drachen. One D&D? Sprichst du eigentlich immer mit diesen englischen Begriffen? Ich spiele auf Englisch mit den englischen Regelwerken, also ja? Sehr unprofessionell und ich finde Englisch doof. Was wolltest du wissen? Warum sollte ich die Bücher kaufen? Ich denke, du willst nicht. Ja, aber wenn ich wollte? Okay, also das Geschenkeset da oben kostet ungefähr 130 Euro. Und das ist nur noch 2 Jahre gültig, also ist das Geldverschwendung. Ha, bis das alles ausgewertet worden ist und ins Deutsche übersetzt worden ist, dauert das eher mal so 3 Jahre. Siehste, Geldverschwendung. Naja, die Alternative wäre es gar nicht zu spielen, wenn du kein Englisch magst. Aber ich will ja. Gut, rechnen wir das mal durch. 130 Euro 3 Jahre, okay? Okay. 130 durch 365 Tage im Jahr sind ungefähr 36 Cent. Auf 3 Jahre gestreckt sind das also 13 Cent am Tag für jede Menge Spielspaß. Das ist günstiger. Nee, das nicht, aber dann weißt du ja, was du dafür ausgibst, weil heute ja irgendwie jeder lieber in Abos rechnet. Apropos, abonnieren. Aber